Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich euch gerne das Kartenset Mein Mix aus Medaillons vorstellen. Das ist zurzeit in der Celebration erhältlich bei einem Katalogbestellwert von 60 Euro. Kannst du dir dieses kostenlos dazu aussuchen. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich damit mache. Ich habe hier Karten schon fertig. Und ich benutze diese Karten, wenn ein Kunde bei mir einen Frühjahr-Sommerkatalog bestellt. Schreibe ihm einfach auf diese Karten noch einen kleinen Gruß. Und er hat sofort schon mal dieses Set in der Hand und kann sich das schon mal live anschauen. Und ich finde das eine gute Idee. Und darum möchte ich euch das auch gerne vorstellen. So, das tun wir beiseite. Dann haben wir den Inhalt hier schon mal rausgeholt. Wir haben hier eine vorgelaserte, ein vorgelasertes Stück Papier. Da sind so kleine, ich sag mal Medaillons schon drin. Die baue ich immer gleich schnell auseinander. Genau, 8 Karten werden wir damit gestalten können. 4 werden, zeige ich euch schnell, in einem Sommerbeere-Layout und 4 werden in einem, ja, ich würde sagen, es ist, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich glaube es nicht. Sahara-Sand. Ha, Gott sei Dank. Also es ist Sahara-Sand in einem Sahara-Sand-Layout. Dann müssen wir einfach nochmal schauen, welche Blüten hier so zusammengehören. Ich lege jetzt einfach erstmal die verschiedenen Größen zusammen. Und damit ihr euch das hier jetzt nicht eine Stunde angucken müsst, mache ich das Ganze mal im Schnellverfahren. Des Weiteren haben wir hier in 3 verschiedenen Sprachen Thank you, merci und danke, Congratulations, Felicitations und Glückwünsche, die wir auch, je nachdem, wie wir sie brauchen, ausnudeln. Wie gesagt, es gibt 4 von jeder. Das heißt, wir können uns auch nur im deutschen oder nur im englischen Bereich bewegen, wie ihr das gerne möchtet. Ich benutze heute einfach diese 4 Glückwünsche und diese 4 deutschen Danke, so wie es geplant ist und wie es auch auf dem Beispiel erklärt ist, und zeige euch genau, wie man das dann zusammensetzt. So, ich habe jetzt alle Teile rausgebrochen. Dieses hier sind unsere Karten. So sieht's aus, wenn es noch nicht fertig ist. Ne? Da, so. 4 und 4. Die lege ich auch noch mal kurz zur Seite. Dann haben wir Briefumschläge. Oha, hier wollte schon einer abhauen. Den können wir auch wegschmeißen. Also auf dieser Folie, auf der die Klebchen drauf liegen, sind genügend, genügend Klebchen drauf. Und wir haben natürlich 8 Briefumschläge, in die wir die Karten hinterher hineinstecken können. So, mein nächster Job, und dann spule ich euch wieder vor, damit ihr euch das nicht angucken müsst, ist, das hier alles schon mal zu bekleben. Und zwar hole ich euch noch mal eben das Beispiel. Ich nehme das mal eben aus der Folie. Dann glänzt das im Licht vielleicht nicht so sehr. So, wir machen einmal eine große Blume mit Congratulations. Wir machen eine große Blume mit Dankeschön. Also mit Glückwünsche und Dankeschön. Und wir kleben hier schon mal kleine Blumen aufeinander. Und dann
mache ich jetzt zuerst. Das ist nämlich auch ein bisschen Fummelarbeit, deswegen mache ich das auch für euch im Schnelldurchlauf. Klebe ich auf jedes Teil erstmal ein Klebchen drauf. So, dann los geht's, bis gleich. So. Soweit sind wir bis jetzt. Jetzt nehme ich mir eine Karte, in diesem Fall eine mit Sahara-Sand, falte den pinken Teil, also den Sommerbeere-Teil, nach innen. Hier wird der Teil sein, wo man schreibt. Das wird da drüber gefaltet, damit man das nicht liest, denn sonst würde man ja hier Schrift durchsehen. Jetzt werden einfach hier die äußeren Laschen nach innen gefaltet. Schon ist die Karte quasi fertig. Dann nehmen wir uns eine große Blüte, eine von den Calypso-farbenen, und setzen diese Blüte hier in die Mitte. Ich mache das Ganze mit der Pinzette, damit ihr auch schön sehen könnt, was ich hier tue, damit ich mit meinen Fingern nicht im Bild bin, zumindest nicht so sehr. Hier oben drüber kommen dann die Glückwünsche. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr bitte beide Seiten das habe ich jetzt auch nicht ganz geschickt gelöst. Merkt ihr auch, ne? Ich habe die relativ weit außen angesetzt zum Kleben. Kann aber nicht das zukleben, weil dann kann man es nicht mehr öffnen. Ich werde also bei den nächsten Karten nochmal nachsetzen und lieber hier in der Mitte einen nutzen als die beiden äußeren. Das ist, glaube ich, jetzt Macht der Gewohnheit gewesen, weil ich so lange Banner immer außen festklebe. So, es seht ihr mir nach, ne? So, und jetzt mache ich erstmal alle Karten bis dahin fertig, dass ich die alle schon mal falte. Nochmal, also die sind vorgefaltet, sieht man hier so ein ganz kleines bisschen, also so ein bisschen gefalzt, dass man die auch richtig schön eigentlich hier on the fly oder wie heißt das, so zusammenlegen kann. Da ist einer. So. Erst wieder eine große Blume. Und dann ein Glückwünsche. Genau, der kann dann jetzt auch ganz in die Mitte, weil ja jetzt nur noch einer klebt. So, dann zeige ich euch noch schnell eine andere Karte. Machen wir eine von diesen. Hier kommt auch zuerst jetzt das Sahara-Sandfarbene, dann das Sommerbeerefarbene. Genau, habt ihr gesehen, ne? Ihr müsst hier schreiben, so zuklappen. Die Art, wie das zusammengebaut wird, ist tatsächlich komplett dieselbe. Es ist eben nur wichtig, wenn ihr den Spruch aufklebt, dass er richtig rum ist. Deswegen müsst ihr gucken, dass das Sahara-Sandfarbene nach oben aufzuklappen geht. So, hier wieder. Und jetzt hoch, hoppala. Jetzt nehmen wir hier Danke, dass du den Katalog bestellt hast. Zack. Und schon fertig. Gleich die nächste. Also es ist eine super schnelle Art, Karten zu basteln.
Wenn ihr euch dieses Set erlauben möchtet, wenn ihr das leiden mögt natürlich. Ich finde es in den Farben sehr interessant, sehr außergewöhnlich. Ich finde das mit dem Durchgebrochenen ganz schön. Die Kombination mit Calypso ist nicht ganz so meins, aber man muss ja auch irgendwie mal was Neues machen. So, das Danke da drauf. So, und ich mache jetzt schnell die anderen Karten im Schnellgang. Schaut mal, ich habe sogar 5 davon. Die gehören hier eigentlich gar nicht rein. Hier sind es nur 4. Da hat sich die Maschine wohl verzählt. Glück für mich. So, nun habe ich alle Deko-Elemente vorbereitet und jetzt kann es auch schon weitergehen. Wir nehmen uns unsere Schnicke-Karte und müssen wir ein bisschen raten. Aber das kriegen wir gemeinsam hin. Hier haben wir schon mal das Blümchen. Genau. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt hier ein großes Blümchen und ein kleines Blümchen. Dieses ist das große Blümchen. Das kommt also auf die rechte Seite. Und zwar hätten die das gerne hier so. Da oben drauf kommt ein brauner Stern, der 3 kleine Sterne oben, 3 kleine Punkte oben drauf hat. Den habe ich jetzt in der Hand. Na, wird nix. Also, ein brauner Stern mit 3 kleinen Punkten direkt hier oben drauf. Dann haben wir ein kleines rotes Blümchen. Das haben wir hier. Und daneben muss noch ein... Das sind die falschen, das sind die richtigen. Ein kleines sandfarbenes oder Sahara-sandfarbenes. Das kommt zuerst da unten hin. Nochmal spicken. Jo, hier hin. Und das Blümchen daneben. Und schon haben wir die erste Karte fertig. Dann nehmen wir noch eine von den anderen, dass ihr das auch sehen könnt. Die anderen bekommen eine große Blume in Lila, beziehungsweise in Sommerbeere. Die kommt hier hin. Obendrauf kommt eine weiße Blüte. Die haben wir hier. Und dann haben wir auf der rechten Seite jetzt muss ich mal ein bisschen suchen. Jo. Diese Blüte setzen wir hier hin. Und genau, die mit den Punktchen kommt dann daneben. So, das war's schon. So sind 2 von 8 Karten, so wie die Vorlage ist, fertig geworden. Ich mache jetzt noch die anderen Karten fertig und bin dann gleich nochmal wieder bei euch. So, nun haben wir die 8 Karten fertig. Ich schmeiße schnell noch die Klebchenreste weg.
Genau. 4 und 4. Voilà. Ich guck mal aufs Video. Ja, eine gute halbe Stunde. Ihr habt jetzt natürlich ein kürzeres Video, weil vieles zusammengespult und zusammengeschnitten ist. Aber eine gute halbe Stunde. 8 Karten. Finde ich einen super Schnitt. Schnell gemacht. Schnelle Geburtstagskarte. Schnelle Danke-Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Set gerne bestellen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir und ich erkläre euch nochmal genau, wie es funktioniert. Also alles Liebe, bis dahin, bis zum nächsten Video und tschüss.